Wir haben festgestellt, je stärker männliche Jugendliche eintauchen in ihre Moscheegemeinde, die leider in Deutschland überwiegend von Gastarbeiter-Imamen gelenkt wird, die mit der deutschen Kultur nicht verbunden sind, die kein Deutsch sprechen, die ziemlich autoritär sind, machohaft auftreten und das auch predigen. Wenn die dann predigen, bleib im Herzen ein Türke, halte dich von den Ungläubigen fern, hinterlässt das Wirkung. Also von daher haben wir ein Imam-Problem, nicht ein Islam-Problem. Denn es gibt andere Gemeinden mit liberalen Imam. Da läuft es ganz anders. Das alles hat Professor Rauf Scheilern untersucht, empirisch in ganz Deutschland. Das heißt aber, die Zahl würde man finden, aber Sie haben eine andere Begründung. Jetzt, Herr Henkel, bevor er mir es ist die dritte Talkshow, die ich sehe mit Herrn Sarrazin. Einer war bei Herrn Beckmann, einer war bei Herrn Plasberg und das ist die dritte, bei der bin ich dabei. Alle drei laufen nach dem gleichen Muster. Es werden, die Mehrheit der Leute, die eingeladen werden, werden eingeladen, um Herrn Sarrazin fertig zu machen. Herr Henkel hat seine Thesen werden hier jedenfalls... Sagen wir mal, um mich zu kritisieren. So, und in allen drei Sendungen gibt es ein Beispiel für eine wunderbare, meist sehr hübsche, integrierte Türkin. Nicht in allen drei Sendungen. Die ist eine Deutsche. Türkische Abstammung, also so wie auch immer. Und jetzt will ich doch mal auf einen kleinen Punkt aufmerksam machen. Hier haben Sie gerade gesagt, das sei ein Problem der Imame, die aber anscheinend nur in Deutschland sind und nicht des Islam. Ich glaube, Sie irren sich hier. Es gibt 57 islamische Länder in der Welt. Es gibt nur drei, die ich kenne, wo man zum Beispiel die Frauen so behandelt, wie sie es gehört, wie bei uns. Man versucht es in der Türkei, im Augenblick geht es da bergab. Man versucht es in Indonesien, da macht man Fortschritte. Und man versucht es interessanterweise im Irak. In allen anderen 54 Ländern werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Meistens gibt es dort die Todesstrafe, meistens regiert dort die Scharia und die Frauen haben nichts zu sagen. In Nigerien und im Iran werden Ehebrecherinnen gesteinigt, in Saudi-Arabien dürfen Frauen keine Autos fahren und so weiter. Und sie sagen hier, das sei kein Problem des Islam. Man muss auch mal den Mut haben und das hätte ich auch von dem Bundespräsidenten erwartet. Man muss auch mal von dem den Mut haben zu sagen, was ist eigentlich der Islam? Dieser Islam hat eben diese Entwicklung zu Menschenrechten, zu der Achtung der Rechte der Frauen nicht bisher in der Welt gezeigt. Er kann es lernen, natürlich kann er es lernen, aber er hat es nicht gelernt, dann sollten wir es nochmal zugeben. Ich war anderthalb Jahre in der deutschen... Ist das denn jetzt ein Plädoyer dafür, keine muslimischen Zuwanderer mehr in Deutschland zu haben? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Nee, ich versuche nur mal, Herrn Sarrazins Thesen zu unterstützen. Ja. Wir können doch nicht so tun, als hätte es mit dem Islam nichts zu tun. Wenn in 54 von 57 Ländern der Welt die Menschenrechte wegen des Islam mit Füßen getreten werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hier passiert, auch sehr hoch. Und ich habe nun selbst in der Zuwanderungskommission unter der Leitung von Frau Süßmuth damals erlebt, wie bereit die politisch korrekten Deutschen immer waren, diese Menschenrechtsverletzung in der zum Beispiel türkischen Community in Berlin anzuerkennen. Die wollten sie nicht wahrhaben damals. Es brauchte erst Ehrenmorde, es brauchte erst das Bekanntwerden von massenhaften Zwangsheiraten, es brauchte erst alles dies, um irgendwann mal dieses Problembewusstsein auf den Tisch zu legen. Alles Aufgaben, die man ändern kann. Und diese, das weiß ich doch selbst. Und wissen Sie, wer das ändern will? Und wissen Sie, wer einen Beitrag dazu geleistet hat, wie kein anderer, das zu ändern? Der sitzt hier. Das ist Herr Sarrazin.